Hallo und herzlich willkommen bei MyProjects TV. In diesem Video zeige ich, wie man einen Wasserstoffgenerator selber bauen kann. Es gibt ja schon auf YouTube ein paar Videos, wie man einen Wasserstoffgenerator selber baut. Allerdings verwenden die zum Beispiel Edelstahldraht und der löst sich eigentlich ziemlich schnell auf. Ich hatte mal versucht, einen Wasserstoffgenerator selber zu bauen mit Edelstahlschrauben und die Edelstahlschraube hat sich eigentlich komplett aufgelöst. Ich weiß nicht, ob ich da noch ein Bild zu habe. Ich müsste es eigentlich noch irgendwo haben. Allerdings ist das natürlich nicht so toll. Es gibt noch eine zweite Variante, nämlich mit Edelstahlplatten. Das sind dann sogenannte Trockenzellen. Und da werden mehrere Platten genommen. Und das verteilt dann die Spannung und die Platten lösen sich nicht so schnell auf. Was auch noch gehen würde, ist natürlich Gold oder Platin. Metall zu nehmen, das löst sich dann natürlich nicht auf, weil es sehr unreaktiv ist. Und das ist natürlich ein bisschen teuer, wenn man das jetzt selber bauen würde. Deshalb habe ich eine Alternative gefunden, nämlich Graphit. Graphitelektroden sollen sich angeblich nicht auflösen. Und deswegen versuche ich einmal hier mit den Graphitelektroden einen Wasserstoffgenerator selber zu bauen, der auch wirklich hoffentlich lange hält. Die Elektroden sind ziemlich günstig zu kriegen. Ich habe hier 5 Stück für 7 Euro auf eBay gekauft. Und ich glaube, bevor ich jetzt einen kompletten Wasserstoffgenerator selber baue, werde ich erstmal ausprobieren, die Elektroden in einem Becher mit Wasser zu halten und dann gucken, ob wir Wasserstoff produzieren können. Allerdings ist Wasser an sich nicht so leitfähig und damals, als ich das schon mal ausprobiert habe, habe ich einfach Salz reingetan, was natürlich das erstbeste Ding ist, was man machen kann. Ein Problem ist aber, dass wenn man Salz reintut, dann spaltet man tatsächlich das Salz und es wird Chlorgas frei. Das wollen wir natürlich nicht. Chlorgas ist ziemlich schädlich. Deswegen mache ich das wasserleitend mit Natriumhydroxid. Und das erzeugt dann kein Chlorgas und wir können dann einfach Wasserstoff und Sauerstoff erhalten an den Elektroden ohne irgendwelche anderen Gase, die wir nicht wollen. Okay, ich habe den Becher voll mit Natriumhydroxidlösung und schließe jetzt einfach mal Strom an hier an der Elektrode und dann einmal die andere. Okay, wir haben tatsächlich eine Produktion von Wasserstoff und Sauerstoff. Allerdings sehe ich hier schon, dass irgendwie was Schwarzes da abgeht. Also lösen sie sich doch auf? Jetzt hört es aber irgendwie auf. Ich glaube, ich lasse es einfach mal eine Weile laufen und gucke dann, wie die Elektroden aussehen. Wir haben hier definitiv Wasserstoff. Okay, genug mit der Spielerei. Graphit löst sich anscheinend doch auf. Allerdings ist Graphit immer noch besser als Edelstahl, weil Edelstahl das Wasser mit Chrom kontaminiert. Außerdem ist Graphit billiger als Edelstahl und für einen Mini-Wasserstoffgenerator einfacher zu benutzen. Für den Generator wollen wir Wasserstoff und Sauerstoff trennen. Dafür müssen beide Elektroden in getrennte Behälter, wo sich das Gas sammeln kann, aber sich das Wasser zwischen beiden Behältern frei bewegen kann, damit die chemische Reaktion stattfinden kann. Für die Behälter wollte ich erst diese Dosen nehmen, da sie Schraubverschlüsse und eckige Seiten haben, dass man sie zusammenkleben kann. Leider habe ich bemerkt, dass die Schraubverschlüsse nicht dicht waren, also habe ich mich entschieden, die Dosen zuzukleben und für die Elektroden extra Schraubverschlüsse von Plastikflaschen zu nehmen. In die Deckel der Schraubverschlüsse habe ich 2 Schrauben geklebt, um die Elektroden dort später zu befestigen.
In die Graphitelektroden habe ich dann Löcher gebohrt, die gerade so groß sind, dass man sie auf die Schrauben schrauben kann. In die Deckel habe ich dann zwei Löcher geschnitten, ein großes, wo ich den Schraubverschluss geklebt habe, und ein kleines für den Gasanschluss. Auf das Loch für den Gasanschluss habe ich dann noch Schlauchtüllen geklebt. In beide Behälter habe ich dann auf gleicher Höhe ein Loch geschnitten und diese dann zusammengeklebt, dass das Loch beide Behälter verbindet. Danach habe ich beide Elektroden an die Deckel geschraubt und damit ist der Wasserstoffgenerator eigentlich schon fertig. Den Wasserstoffgenerator habe ich dann mit Wasser gefüllt, das ich mit ein bisschen Natriumhydroxid leitfähig gemacht habe. Dann habe ich an die Elektrode, wo der Wasserstoff produziert werden soll, den Minuspol und auf der anderen Seite den Pluspol angeschlossen. Auf die Wasserstoffseite habe ich dann einen Schlauch mit einer Tüte befestigt, weil ich zu dem Zeitpunkt noch keine Luftballons hatte. An den Elektroden habe ich dann 12 Volt angeschlossen, allerdings war die Wasserstoffproduktion da noch sehr langsam und ich bin zu einem Step-Up-Wandler gewechselt, an dem ich die Spannung beliebig hochdrehen kann. Außerdem musste ich den ganzen Generator in ein Wasserbad stellen, weil sich alles durch die hohe Leistung ziemlich aufwärmt. Nach einiger Zeit war die Tüte dann halb voll und ich wollte nicht länger warten und dann habe ich die Tüte einfach mal angezündet. Der Wasserstoffgenerator funktioniert also. Allerdings ist die Menge an Wasserstoff, die man produzieren kann, noch sehr gering. Als ich dann auch Luftballons hatte, habe ich den Generator auch damit getestet. Allerdings war der Wasserstoffluftballon nach einiger Zeit nur ein bisschen gefüllt und ich kam auf die super schlaue Idee, die Spannung auf 75 Volt hochzudrehen. Dabei wurde das Ganze leider so heiß, dass sich der Behälter verformt hat und sich ein Leck an der Klebestelle gebildet hat. Ups. In der nächsten Version werde ich definitiv temperaturbeständigere Behälter benutzen. Außerdem sollten die Elektroden näher beieinander sein, um den Widerstand so gering wie möglich zu halten. Was ich auch irgendwie nicht beachtet habe. Okay, das war's erstmal mit diesem Video. Ich nenne das vielleicht einfach mal Teil 1 und mache dann einen Teil 2, wenn ich einen besseren Wasserstoffgenerator selber bauen werde, der diese Probleme umgeht. Also lasst gerne ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal.